Hey Leute, Crymax hier, was geht ab, Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP. Meine Freunde, heute ist Schluss mit lustig. Ihr habt mir ganz, ganz viele Kommentare geschrieben und ich hab's die letzten Tage auch auf YouTube gesehen. Stani gibt sich als Fake-Eye-Crymax aus, Leute. Jetzt ist der Spaß vorbei. Ich hab mir das ein paar Tage angeschaut und ich weiß, ihr habt mir das auch in die Kommentare geschrieben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte mir so, komm, lass den Paul Berger seinen Spaß haben. Lass ihn sich als Fake-Eye-Crymax ausgeben. Von mir aus hat der SU ein bisschen geprankt, okay. Aber Leute, heute war Schluss, was ich gesehen habe. Er hat sich sogar mit meinem besten Freund Tuan angelegt. Leute, und ich würde sagen, wir werden jetzt heute Stani das Handwerk legen. Stani ist mein Bruder, Leute, aber irgendwo ist Schluss, Leute. Wir werden ihn heute daran hindern, hier weiter in meinem Namen Scheiß in der Stadt zu bauen. Ich werde jetzt hier erstmal direkt in den Lambo reinspringen. Wir fahren direkt mal zu Tuan. Ich hoffe, dass Tuan das überhaupt gecheckt hat, dass nicht ich wirklich das war. Nicht, dass Tuan jetzt noch sauer auf mich ist. Leute, wir müssen nur auf jeden Fall heute einiges gut machen. Bei Lofty, bei SU, bei allen Leuten, denen er Unrecht getan hat. Und dann werden wir uns Stani noch vorknüpfen, Leute. So geht das nicht. Das wird heute auf dem Plan stehen, Leute. Lasst ein Like und ein Abo da und ich würde sagen, wir sehen uns gleich bei Touren wieder, Leute. Let's go. So, Leute, jetzt erstmal ab zu Touren. Ich sag mal, ey, Leute, das wäre echt so schlimm, Leute, wenn mein bester Freund auf mich sauer wäre. Okay, Touren ist zu Hause. Seine ganzen Autos stehen da. Oh, er ist sogar draußen hier. Touren! Ich hab meinen Führerschein hier gehabt. Touren, was ist los? Ja, ist klar. Max? Ja, Touren, was geht, Alter? Weißt du, ich leite dir gerne Autos aus, aber du kannst nicht 10.000 Mal falsch parken, über alle Blitze drüber fahren. Jetzt habe ich die ganzen Strafzettel, ist ja egal, wer es geht hat. Ich wollte meinen Führerschein langsam wegnehmen. Oha, ey, Touren, ich war das nicht. Weißt du nicht. Ja, ich habe mir nicht dein Auto ausgeliehen. Doch, du warst gestern, na wenigstens liegst du jetzt wieder ordentlich und irgendwie ist scheiße. Ey, Touren, checkst du das nicht? Das war Stani, der gibt sich schon die letzten Tage als mich aus. Der hat sich dein Auto genommen und hat Scheiße damit gebaut. Das ergeben jetzt die ganze Sinn. Stadt ist sauer auf mich. Der hat Lofty geprankt, der hat SU geprankt, der baut die ganze Zeit Scheiße in meinem Namen. Ey, ich wusste, der Junge spielt zu viel Fortnite. Du musst ihm Handwerk legen. Ja, natürlich. Egal, ich war sauer auf dich. Du hast zu mir gesagt, ich soll dich in Ruhe lassen wegen des Heftes. Hol ich mir noch Geld. Oha, na ey, Touren, du weißt doch, ich würde sowas nie zu dir sagen, Mann. Ich hab mich gewundert. Nein, niemals. Aber Touren, weil ich jetzt eh gerade da bin. Du bist der Schlauste, den ich kenne. Wie kann ich am besten Stani aufhalten? Ich will ihn ja nicht vernichten oder so. Er ist ja auch mein Bruder. Aber ich muss ihm irgendwie zeigen, dass das so nicht geht. Warte mal, er hat ein paar Mal unterklickt. Ich habe eine Idee. Ja, was denn? Was ist, wenn du Stani slibst, dass du in Urlaub fliegst und ich so sage in Social Media, Max, wo bist du? Du musst mir hier bitte 10 Millionen abholen und rüber transportieren. Dann kommt der bestimmt 10 Millionen. Boah, genau, wir stellen ihm eine Falle. Das ist eine richtig gute Idee. Boah, ey, Touren, ich wusste, du bist der Schlauste bei sowas. sehr gut. Weißt du was? Lass uns das später machen. Aber als allererstes will ich mal zu Lofty und zu SU fahren und will mich quasi entschuldigen. Ich habe zwar nichts gemacht, aber die denken, dass ich da was gemacht hätte. Ich muss erstmal eine dicke Entschuldigung für die holen. Danach komme ich wieder zu dir und dann planen wir, wie wir Stani das Handwerk legen, okay? Wir machen den fertig. Okay, Touren, dann bis später. So, Leute, okay, Leute. Touren hat natürlich immer einen guten Plan. Der ist natürlich, der legt immer mit tausenden Mafias und Gangs an. Der weiß, wie man sowas macht, Leute. Oh, tut mir leid, Touren. So, ich bin kurz in seinen Toulouse reingefahren, aber da geht eher mein Lambo kaputt als sein Toulouse. Okay, Leute, das heißt, als allererstes werden wir jetzt zu Lofty und zu SU fahren. Wir haben zwar, wie gesagt, nichts gemacht, aber die denken, ich hätte was gemacht. Ich will natürlich nicht, dass meine Freunde auf mich sauer sind. Und deswegen, Leute, habe ich mir schon was überlegt. Wir fahren jetzt erstmal zum Autohändler. Ich werde für beide erstmal Autos kaufen als Entschuldigung. Werde die richtig krass auftunen und dann werde ich die als Entschuldigung mitbringen. Und ich hoffe, Leute, dass sie mir das verzeihen werden. Und dann würde ich sagen, meine Freunde, wir sehen uns gleich beim Autohändler wieder. Let's go. So, Leute, hier sind wir bei unserem Autohändler des Vertrauens. Oh, der hat auch schon dicke Kisten da stehen. Das gefällt mir doch hier. Das ist doch hier das Richtige für eine saftige Entschuldigung. So. Hola, Senor. Hallo. Was kann ich für Sie tun? Ja, ich will ein Auto kaufen. Oh, welche Klasse wollen Sie? Sportwagen, Supersportwagen. Oh, der hat Leute, Alter. Was hat der hier für kranke Lambos? Veneno. Das ist ein Lamborghini Sian hier. Oh, diesen, wie heißt der überhaupt? Ich weiß gar nicht mehr, diesen Elektro-Lambo. Alter, der hat voll das ist ein Tesorek. Ah, genau, ja. Alter, der hat voll das krasse Zeug. Aber Leute, lass mal überlegen, was könnte denn SU und Lofty gefallen? Lofty ist ein großer Typ. Ich weiß nicht mal, ob der überhaupt in so ein Lambo reinpasst. Und SU fährt normalerweise immer sein Golf 4. Ich weiß nicht, ob das so das Richtige für den ist. Wobei, wisst ihr was? Ich werde Lofty ein bisschen was Größeres mitbringen, aber für SU holen wir so ein Lambo. Okay, was ist der teuerste von den Lambos? Oh, der teuerste, sí, señor, ist Tesorek, der Orange. Oh, okay. Der kostet 7 Millionen. 7 Millionen? Oh, Leute, 7 Millionen ist schon teuer, aber egal. Freundschaft ist unbezahlbar, Leute. Okay, dann weißt du was? Ich kaufe einmal diesen Lamborghini hier für meinen Kumpel SU.
Und hast du vielleicht noch irgendwie was Größeres, so Pickup-Trucks oder sie, sowas? Sie, komm mit nach okay. hinten. Oh, sehr gut, Leute. Auto. Wir brauchen Lofty, der passt nicht in so ein Lambo rein. Das bringt dem nichts. Wir gehen mal mit dem nach hinten. Oh, Senor, ich hab mir mein Clipboard rausgeholt. Ja. Oh, das sieht doch schon eher was aus nach was für meinen großen Freund hier. So, ja. Perfekt für Gelände. Ja, Gelände, Leute. Lofty hat ja auch sein Clubhaus da oben im Sandy Shores Gebiet. Da muss er auch öfter mal durch die Wüste fahren. Okay, was haben wir hier? Ein Audi RS Q8. Oh, Leute, der ist richtig strong. BMW XXM. Oh, Leute. Das ist doch hier dieser OP-Truck, oder? Sie, Senor, aus der Military Base. Oh, Leute, der OP-Truck. Ihr kennt ihn von den ganzen Experimenten. Der ist ja ultra stark, Leute. Oh, ich glaube, das ist das Richtige für Lofty. Damit kann der jeden direkt zerstören und so. Okay, was kostet der OP-Truck hier? Oh, der ist nicht so teuer. Der kostet nur 3 Millionen. Okay, also 10 Millionen insgesamt für beide. Für Sie Sonderrabatt 8 Millionen, kein Problem. Okay, dann machen wir 8 Millionen und ich darf die Perfekt. Autos hier noch auftunen, okay? Ja, yeah, kein Problem, kannst du verwenden, mein Tuning-Werkstatt. Okay, super, danke. Oh, Leute, perfekt. Jetzt haben wir richtig zwei gute Sachen gekauft. Ich glaube, die anderen werden das bestimmt als Entschuldigung akzeptieren. Wir werden jetzt gleich mal noch hier die Autos auftunen. Wir dürfen hier die Tuning-Werkstatt von dem Typen verwenden. So, schön hier hinfahren. Jetzt gehen wir hier ins Tuning-Menü rein. So, okay. Oh, Leute, zack. Oh, was könnte denn Lofty gefallen? Habt ihr eine Idee, wie Lofty mal seine Autos hat? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Komm, wir geben auf jeden Fall irgendwas Knalliges, hauen wir da drauf hier. So, Leute, wir geben dem jetzt hier mal was richtig Knalliges. Okay, Pink machen wir es auf jeden Fall nicht. Boah, vielleicht hier so ein fettes Rot oder so? Oder so ein Grün. Oh, guckt euch das hier mal an. Das könnte vielleicht... Oh, ich glaube, das könnte Lofty gefallen. Schau mal, wir machen hier so ein Neongrün. Boah, das sieht, glaube ich, krass aus. Das sieht doch wild aus hier, Leute. So, dann gehen wir nochmal hier auf die Sekundärfarbe. Was können wir hier noch machen? Was ändert sich denn hier? Nee, ändert sich gar nichts, egal. So, da, aber Leute, das sieht doch absolut krass aus. Gut, das holen wir dem Lofty mit. So einen neongrün gepanzerten OP-Truck, der einfach nur alles in die Luft jagt, wenn man dagegen fährt. Okay, jetzt nehmen wir noch einmal hier zu Essius Auto. Dem haben wir ja hier diesen krassen Lambo geholt. Der hat ja sonst immer seinen Golf 4. Ich glaube, der wird sich schon darüber freuen. Das ist ein Elektroauto. Ich weiß gar nicht. Denkt ihr, Essius mag Elektroautos? Ich hoffe schon. So, okay, dann fahren wir hier mal rein damit. Vehicle Colors. Dann werden wir es auch hier nochmal umfärben. Also, der Golf von Essius ist immer in so einem Grau, aber Grau ist ein bisschen langweilig auf einem Lambo, oder? Da muss schon was Knalliges her. Army hat immer Orange, Russica hat Rot. Touran hat immer ein gelbes Auto. Ich habe so Hellblau. Vielleicht zu Essius wird auch so ein Dunkelblau passen. Komm, wir machen den mal so Dunkelblau hier. Dunkelblau mit gelben Akzenten, wie es jetzt hier ist. Das sieht doch eigentlich schon krass aus hier. So, gehen wir mal noch auf die Sekundärfarbe. Boah. Oh, oder nee, wir machen dunkel und hellblau. Oh, dunkel und hellblau, Leute, guckt euch mal an, wie gut das aussieht. Oh, okay, let's go, meine Freunde. Wir werden jetzt erstmal Essius sein Auto bringen. Danach gehen wir nochmal zurück und bringen Lofty sein Auto. Ich hoffe, die beiden werden mir verzeihen. Wir fahren da jetzt mal hin, Leute. Und dann sehen wir uns gleich wieder bei Essius. Let's go. Oh mein Gott, sieht der Wagen krass aus. Also wenn Essius mir da jetzt nicht verzeiht, dann weiß ich auch nicht. So, ab zu Essius Hütte. Den haben wir auch schon lange nicht mehr besucht, den alten Paul Berger. Oh, wie viele Fahrräder hat der hier denn rumliegen? Was geht denn hier schon wieder ab? So, wir gehen jetzt hier mal rein. Essius, hallo. Was ist das wieder für eine Stimme? Stani, bist du das oder oh, was? Oh, Leute, der schreit hier komplett rum. Warte mal, wie kommt man denn ich hier in sein... Ich hab noch eine Rechnung mit dir offen. Wo ist der denn? Wenn du wagst, hierher zu kommen, da werde ich richtig ausrasten. Verlass sofort mein Grundstück, oh, bevor ich hier richtig darum ausraste. Essius, ich bin's doch. Hör auf, Stani, geh weg von mir. Nein, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Ey, Leute, jedes er weiß... Mal dieselbe Scheiße. Er weiß, dass Stani das war. Okay, sehr gut. Ich bin die Krönung der Menschen. Du hörst... Essius, du hörst doch meine Stimme. Ich bin's, Max. Ja, bestimmt hast du dir jetzt einen Stimmverzerrer geholt. Na, ey. Stani, ich habe wirklich keine Lust auf deinen Blödsinn, bitte. Ich weiß, dass Stani sich als mich ausgegeben hat. Ich bin hier, um mich zu entschuldigen dafür. Das soll ich dir glauben, ja, oder komm was? Mal jetzt runter, Essius. Boah, Leute, voll Bro, gut. Bro, du hast mich drei Tage lang eingesperrt. Ich bin fast ums Leben gekommen. Alter. Ich hab nichts zu trinken, Stani hat ja voll übertrieben. Drei Tage hat er drei Tage, checkst du das? Bro, ich hab's doch... Wenn Paulberger mich nicht rausgeholt hätte, wäre ich gestorben. Checkst du das? Wow, es tut mir leid, was bei dir passiert ist, aber ich kann doch nichts dafür. Ich hab's selbst... Die Leute haben es mir in die Kommentare geschrieben, dass Stani gerade so scheiße mit meinem Namen macht. Okay. Ich wusste doch nicht. Aber ich bin froh, dass du weißt, dass ich das nicht in echt war. Guck mal, ich hab dir als Entschuldigung trotzdem einen fetten Lambo gekauft hier. Heb mal deine... Warte, das kann ich dir wieder... Das ist doch eh ein Prank. Heb mal deine Hände hoch. Ich will gucken, ob du irgendeinen Stimmverzerrer irgendwo versteckt hast. Nein, hab ich nicht. Guck hier, taste mich ab. Ich hab nichts dabei. Okay. Ich bin's, Max. Max? Ja.
Max, bist du das? Wo warst du die letzten Tage? Bro, ich war einfach ein bisschen weg gewesen. Ist das dein Ernst? Bro, ich kann's immer, ich bin, verstehst du, wieso ich so misstrauisch bin? Ich versteh's, Bro. Ich hab's doch selbst erst erfahren, als Leute mir das in die Kommentare geschrieben haben, was hier abgeht. Aber ich bin hier, um alles wieder gut zu machen. Du weißt doch, ich würde dir nie sowas antun. Boah, Digga, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Weißt du, ich freue mich gerade darüber, dass du der Echte bist, weil ich habe dich auch lange nicht mehr gesehen. Aber, Bro, ich will Stani irgendwie heimzahlen. Du musst mir dabei helfen, ich sag dir ehrlich. Ich weiß, ich werde Stani heute auch noch heimzahlen. Überlass das einfach mir. Weißt du was? Genieß doch einfach ein bisschen die Zeit mit deinem neuen Lambo. Wie gesagt, tut mir leid, ich war das wie nicht. Wie mein Lambo? Ja, ich habe dir den geschenkt, ich dachte, das ist jetzt deiner. Dein Lambo. Doch, das ist jetzt deiner. Hier, 3 Tage hast du gehungert und dafür kriegst du ein Lambo als Entschädigung. Dafür kann doch jeder mal gern 3 Tage abnehmen. Ja, das ist der komplett neu. 7 Millionen hat der gekostet. Viel Spaß damit. Das kann ich doch nicht annehmen. SU, ich muss weitermachen. Viel Spaß damit. Okay, Max, Leute. Max, vielen Dank. Dankeschön. Gerne. Ich küsse doch dein Herz. Tschüss. Perfekt, Leute. SU ist mir nicht sauer. Er wusste das schon. Das ist schon mal gut. Aber, Leute, ich habe ein bisschen Angst davor, zu Lofty zu gehen, weil was bei Lofty abging, was da in Stanis Video gesehen hat, der hat da komplett seine Bar auseinandergenommen. Ich hoffe, Lofty wird mir verzeihen. Wir gehen da jetzt mal mit dem Auto hin, Leute. Oh, Leute, wir sind jetzt hier mit dem OP-Truck fast bei Loftys Bar angekommen, bei seinem Clubhaus hier. Und ich muss echt sagen, ich habe ein bisschen Angst vor Lofty hier, weil was Stani hier gemacht hat, der hat ihm seinen ganzen Laden auseinandergenommen. Das ist schon existenzschädigend oder so. So, okay, wir fahren jetzt da mal hin. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst. Zum Glück ist der Wagen hier gepanzert. Feindgesichtet, sagt er? Warte mal. Oh, der hat hier abgesperrt. Man kann hier gar nicht mehr auf sein Grundstück drauf fahren. Der hat hier so Poller hingemacht. Hallo? Lofty, hallo? Oh, da oben ist er, da oben auf dem Dach steht der. Lofty, hallo? Ich bin's, Max. Mhm. Das letzte Mal, wo wir uns gesehen haben, Max. Oh, oh. Nimm mal direkt die Flossen hoch. Ja, okay. Lofty, ich bin's, Max, wirklich. Na, das haben wir ja letztes Mal gehört. Was ist das für eine Schrottkarre hier? Warte mal, er denkt ja wirklich noch, ich war das. Lofty, das war letztes Mal Stani, er hat als mich ausgegeben. Das musst du mir glauben. Deine Stimme ist doch heute anders. Ja, als ich nicht da war, hat Stani sich als mich ausgegeben. Der hat SU auch eingesperrt. Okay, warte. Der hat total Scheiße gebaut. Der hat in meinem Namen total Scheiße gebaut. Ich bin hier, um mich zu entschuldigen. Das ist doch wieder ein Prank von Stani. Nein, ey, vertrau. Au, Alter. Ey, ich werde mich doch heute noch selbst rächen bei Stani. Du musst mir glauben, ich habe dir als Entschuldigung ein fettes Auto gekauft. Das soll mein Auto sein? Ja, guck mal, hier ein OP-Truck. Oha, weißt, alter was, Hammer. Weißt du, wie das Ding abgeht? Umgebaut. Ja, Bro, wenn du damit über Autos drüber fährst, explodieren die direkt. Das ist das stärkste Auto in GTA. Okay, du musst mir einen Gefallen tun. Wenn du wirklich der echte Max bist, ich will mich auch bei Stani rächen. Okay, das ist schon mal gut, aber ich habe mir schon was überlegt. Weißt du was? Genieß einfach ein bisschen die Zeit mit deinem neuen Geschenk. Lass mich das regeln, ja? Okay, schick mir ein Beweisfoto. Okay, sehr gut. Aber ist bei uns wieder alles gut? Nicht, dass du denkst, dass ich das wirklich war. Ich gehe jetzt erstmal eine kleine Spritztour machen. Sehr gut. Viel Spaß damit, Lofty. Okay, Leute, perfekt. Lofty ist uns auch nicht mehr sauer. Er glaubt uns auch. Das ist schon mal gut, Leute. Das heißt, wir haben komplett unseren Schaden, den Stani verursacht hat, erstmal wieder behoben. Aber, Leute, jetzt werden wir uns um Stani kümmern. Ich werde jetzt wieder zurückgehen zu Touren, Leute. Und dann werden wir unseren Plan schmieden. Let's go. Ey, Touren! Ja, da bist du. Ich bin gerade vorbereitet und fast fertig. Sehr gut. Touren, ich habe alles geregelt. SU ist nicht mehr sauer auf mich. Lofty zum Glück auch nicht mehr. Aber jetzt müssen wir uns hier noch um den Anfang des Bösen kümmern. Was glaubst du? Was wäre besser? Sollen wir es dann in die Kanonenlein stopfen und dann abziehen? Oder soll ich den Autolein tun voll mit C4? Okay, Leute, Touren übertreibt, glaube ich, wieder ein bisschen. Ey, Touren, ich will Stani nicht umbringen. So. Nein, wir müssen ihm nur eine kleine Lektion erteilen, dass er das hier nicht zu machen hat. Dass er uns okay, hier nicht verarscht. Also, hol 10-mal Männer und die verprügeln den eine Stunde lang. Nein. Touren, Gewalt ist nie eine richtige Lösung. Das dürfen wir nicht machen. Gott, ich habe eine bessere Idee. Touren, wir machen es jetzt folgendermaßen. Du hast vorhin schon eine gute Idee gehabt mit der Falle stellen. Und zwar, ich werde gleich zum Flughafen gehen. Dann werde ich da eine Instagram-Story hochladen, sodass er das öffentlich sieht. Dann werde ich da in der Story sagen, ja, ich fliege jetzt wieder in Urlaub. Ich bin aus der Stadt raus. Ich freue mich aber wieder, weil wenn ich wieder zurückkomme, dann mein Kumpel Touren, wir haben einen Überfall gemacht, der 10 Millionen kriege ich dann so. Weißt du von ihm? So, dann denkt er direkt, oh, jetzt gebe ich mich wieder als Max aus, komm zu dir, um die 10 Millionen abzuholen. Dann werden wir hier warten und dann werden wir ihn geiseln. Und dann werden wir uns den vorknüpfen. Verstehle. Ja? Was ist, wenn wir den ins meinen fliegenden Tempel holen? Da kann er nicht abhauen. Oh, das ist eine richtig gute Idee. Das ist eine richtig gute Idee. Okay, dann treffen wir uns dann da bei dem fliegenden Tempel wieder, okay? Okay. Dann machen wir so. Ich leih mir kurz ein Auto von dir, Touren, ja?
Ja, hol die 1. Oh, sehr gut, Leute. Wir haben einen Plan. In Turans fliegendem Tempel werden wir Stani stellen, weil da kann er links und rechts nicht abhauen, Leute. Jetzt werden wir gleich mal ein Wörtchen mit Stani reden. Ich bin mal gespannt, was er zu seiner Verteidigung zu sagen hat. Aber, Leute, wir müssen jetzt erstmal an den Flughafen gehen und dort die Insta-Story machen, damit das wirklich glaubwürdig aussieht, ja? Okay, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Oh, Leute, perfekt. Ich habe hier extra sogar schon einen Privatchat gechartert, Leute, damit das hier richtig realistisch aussieht. So, jetzt hier schön noch Auto hinstellen und jetzt, Leute, wir werden jetzt hier richtig Stani anlocken, Leute, dass er direkt zu Touren kommen will, wenn er das hört. So, Handy raus und jetzt machen wir erstmal eine schöne Instagram-Story. Yo, Leute, ich werde jetzt hier wieder in Urlaub fliegen. Hier 3 Tage bin ich aus der Stadt raus. Ich freue mich richtig, wenn ich danach wieder bei meinem Kumpel Touren bin. Ja, da warten 10 Millionen Dollar auf mich, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in 3 Tagen. Tschüss. So, Leute, und Story ist gepostet. Die Falle ist gestellt. Ich bin gespannt, ob er gleich darauf anspringen wird. Leute, wir gehen jetzt schnell wieder zurück zu Tourens Tempel und werden dann warten, bis Stani bzw. Fake Eye Crymax angefahren kommt, Leute. Ich bin gespannt, wie schnell er kommen wird, Leute. Let's go. Okay, meine Freunde, ich bin jetzt hier in Position. Ich habe mir jetzt hier schon einen Helikopter eingestellt, weil wir fliegen ja gleich zu Tourens Fliegentempel. Da unten ist Touren, er hat auch schon einen Heli. Und jetzt werden wir hier beobachten, ob hier gleich Stani aka Fake Eye Crymax angeht. Da ist er, Leute. Da ist er. Er hat sogar meinen Lambo sich nachgebaut hier. Dieselbe Lackfarbe hat er machen lassen. Das ist ja okay, Leute. Wir werden jetzt mal lauschen, was der da so sagt. Hey, Paulberg, Touren, was geht? Ah, ein Climax, der ist. Oh, heute keine Maske, bist du ja gesund. Paulberger, ja, du, ich wollte gerade in Urlaub fliegen und der Flug ist abgesagt worden. Ey, Leute, Stani ist so ein Ekliger, der sagt sogar, dass er in Urlaub fliegen wollte. Wie er redet, ich höre mich doch gar nicht so an, Leute. Du weißt ja, ich wollte doch in Urlaub fliegen, alles drum und dran und wegen meiner Erkältung und dem Flug abgesagt, passt mir ganz gut, bleibe ich lieber hier und du weißt ja doch den krassen Überfall, den wir gemacht haben, die 10 Millionen, ne? Ja, genau, soll ich dir 10 Millionen holen? Komm mit, du musst mitkommen, ich hab die mal andere im Tempel, ja, wir müssen hochfliegen schnell. Ah, du hast sieben andere. Ja, komm mit. Okay, ja, Leute, perfekt. Er fällt drauf rein. Okay, die fliegen los. Wir gehen jetzt auch schnell in den Heli rein. Wir werden ihn jetzt hinterher fliegen. Ey, Leute, Stani kommt hier wirklich direkt, um sich die 10 Millionen abzusneaken. Der will richtig hier alles von mir profitieren, ey. Aber so nicht. Okay, warte, schnell hinterher. Wo sind die? Ah, okay, perfekt, die sind schon in der Luft. Jetzt hinterher zu Tourans Tempel, Leute. Und da oben kann er nicht abhauen. Wisst ihr was? Ich rufe jetzt nochmal kurz Lofty und SU an. Ich mache hier kurz einen Gruppenanruf, dann werde ich ihnen auch noch Bescheid sagen, dass die gleich kommen. Weil, Leute, Stani muss sich auch noch bei Lofty und SU entschuldigen. So, wir rufen die mal kurz an. So, Gruppenanruf und... Yo, hier, SU, Lofty. Hallo, Max, ja? Ey, kommt mal zu Tourans fliegenden Tempel. Ja, wir haben da gleich Stani eine Falle gestellt. Kommt mal gleich daher, ja? Du hast Stani gefasst, oder was? Ja, komm zu in 10 Minuten, okay? Bis gleich, okay, tschüss. Oh, perfekt, Leute, die Falle ist perfekt vorbereitet. Ich bin jetzt gleich gespannt, wie er reagiert, Leute. Wir sehen uns gleich bei Tourens Tempel wieder. Oh, Leute, die sind jetzt da gelandet. Wir warten jetzt noch, bis die reingegangen sind in Tourens Tempel. Nicht, dass wir hier noch auffallen. Und dann können wir erst landen. Okay, da unten steigen die aus. Sehr gut. Und die gehen rein. Leute, das heißt, jetzt werden wir auch landen. So, schnell, Leute. Ich hoffe, Stani hat hier noch nichts, ich hoffe, der vermutet hier noch nichts. So, oh Gott, hier ein bisschen eine kleine Bruchlandung. Und jetzt auch schnell rein, Leute. Jetzt werden wir Stani stellen. Jetzt werden wir ihn stellen, Leute. Ich bin jetzt mal richtig gespannt auf seine Ausrede, Leute. So, Touren, jetzt muss die Kohle, Alter. So, Stani, Hände hoch. Oder soll ich besser sagen, Fake Eye Crymax? Ich bin der echte Eye Crymax, Touren. Das ist der Faker. Oh, Stani, so schlecht, Alter. Touren, bedroh ihn. So. Hä, was sagst du? Stani, was soll die Scheiße? Ich dachte, wir wären die Einbruchbrüder. Warum machst du das? Ich bin Russack. Jo, ich bin Russack. Ich versuch dich rauszureden. Du bist... Russack, Pupsig, ich bin... Ja, Stani. Lass mich. Bam! So, du siehst aber nicht aus wie Russack. Ich weiß, dass du Stani bist. Ja, okay, ich bin Stani, Mann. Ja, danke, weiß ich doch. Haben mir die Leute auch in die Kommentare geschrieben. Was, so. Paar 31er, Alter. Ja, die verraten mir das halt. Ich hab das schon länger gesehen. Ich wollte genauso fame sein wie du. Du bist genauso fame, Junge. Aber du musst ja hier nicht SU und Lofty fertig machen. Und Touren hast du auch noch ausgeräumt. Das war doch nur ein kleiner Prank. Ich hab Praktikum bei den Prank Bros gemacht. Also das mit Zufall nicht so lustig, Max. Ja, ich sag mal, bis zu einem gewissen Punkt war es lustig. Aber bei meinem besten Freund Touren hört's dann auf, Junge. Touren, ich hab dir da gar nichts getan, Brudi. Doch, du schuldest mir Geld. Du hast dein Auto geklaut. Ja. Ja, und, ey, könnt ihr mir nicht verzeihen? Na, warte mal, Touren, sollen wir ihm verzeihen? Sollen wir es ihm so einfach machen, oder? Ich wollte doch nur ein bisschen Geld machen, Alter, so. Für meine Werkstatt. Ja, ist ja okay, dass du ein bisschen Geld... Aber du hättest mich auch einfach um Geld fragen können. Du weißt, ich würde dir immer was abgeben, Bro.
Ja, ich fand aber das Leben als Crimax war so cool. Ja, nee, das, nee, nee. So, aber weißt du was? Ich verzeih dir, alles gut, ja? Aber ich hab hier noch zwei Leute hergeholt. Jungs, kommt mal rein. Bei denen musst du dich auch noch entschuldigen. So. Nein. Stani, du kleine 31er. SU. Endlich haben wir dich. Jetzt will ich noch, dass du dich bei SU entschuldigst. Ich hab wegen dir in so einem komischen scheiß Loch gewartet. Keiner hat mir geholfen. Den Jungs ich schuldest du... Nein, SU. SU, nein. Lauf die SU, nein. Gewalt ist keine Lösung. So, Stani, du wirst dich jetzt bei denen entschuldigen. Das war keine richtige. Entschuldigung. Entschuldigung. Nein, es tut mir leid, Lofty. So, ja, warte mal. So. Schnell, du Idiot. Also, ich würde sagen, als kleine Rache für den Prank, Jungs, dürft ihr den jetzt alle einmal einseifen. Los. Seift den mal alle einmal richtig ein. Das passiert, wenn du dich hier mit mir anlegst, Junge. Hör auf, dir Scheiße zu bauen, der Stadt. Lass mich los. Okay, darf hier. Darf ich mir jetzt vom Teppel unterwerfen? Nein. Du wirst ihn nicht runter. Das ist eine gute Idee. Mann, oh, ihr seid so gemein. Bleib stehen. Oh, Mann. Ey, Leute, das war's gewesen. Ich glaube, Stani hat seine Lektion gelernt. Er hätte mich auch einfach um Geld fragen können, wenn er Geld für seine Werkstatt braucht, ja? Aber ich glaube, wir haben das geregelt fürs Erste. Allen geht's wieder gut. Keiner mehr ist uns sauer. Leute, lasst ein Like und ein Abo da. Checkt alle Jungs in der Videobeschreibung aus. Und dann würde ich sagen, bis dahin, haut da rein, Leute. Euer Crimex.